Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Awesome Adventures of Captain Spirit. Wir haben jetzt die Wäsche gewaschen. Can you get that? Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich ein bisschen schneller gehen kann. Oh, that's nice, Chris. You're better than a housekeeper. Just don't ask for a raise. Hello? Good morning, sir. How are you this glorious day? Okay. Hey, who is that? Who keeps calling? I don't know. Who is this? Thank you for asking, young man. My name is Derek, and I'm a proud member of the Universal Uprising Church. I'd love to tell you and your family about Jesus, our righteous Lord and Savior. Our church just wants you and your loved ones to share the Holy Spirit. Spirit? We're just watching the game. Well, always remember that our Lord is watching out for you. By the way, is your mother or father available to speak? Well, I have to ask first. Chris, who the hell are you talking to? Nobody, Dad. Jesus is... Ich denke mal, der Vater ist auch nicht gut zu sprechen auf die Kirche. Oder allgemein auf Gott, wenn mit der Dingens und... Ach, ich weiß auch nicht. So, was wollte ich da? Weihnachtsgeschenke. Hier, Weihnachtsgeschenke. Dad doesn't want to set up Christmas decorations yet. Makes him think I'm off. Okay. Come on. Don't be afraid. Go in there and turn on the heat. But first, put on your magic cape. Okay, okay, okay. Den machen wir aber vorher aus. No! Stole a ball from that piece of shit. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich zu ihm gehe? Dad never smiles like that anymore. Ach, der Vater hat selber früher gespielt, okay. If I could go back in time, I'd go see him play. He looks so different in his basketball outfit. Dad was so popular. Whiskyflasche, ja? Mhm, sehr schön. I'm frozen. I must build a fire. Okay. Goodbye, Log. Machen wir es mal wieder ein bisschen warm hier in der Hütte. An den Bildern kann ich nichts sehen, ne? Okay. Oh yeah. I don't think Dad reads these. I think he just takes them from work. Yeah, look at the scoreboard, motherfuckers. All right. Ooh. It looks like Mar T-Rex is getting hungry. Dinosaur Land is open for business. Eat everybody! Oh, ich muss gleich heulen. Ich muss die ganze Zeit daran denken. Mar T-Rex, and you are my lunch. Roar! This dinosaur won't need a grumpy old dad, right? Dad loves his dad notebooks. Ich muss da mal vorbei. Okay, you guys can't hide from me. Dad, I found your car keys. That's where they went. I swore I had them on me, but they must have fell out of my pocket last night. Just put them in the bowl. Cool? Yeah. Warum sagt mir irgendetwas, dass ich das nicht tun sollte? Why does he drink that if it just makes him mad? Ja, das frage ich mich dann manchmal auch. Warum Leute sowas machen, was macht er denn jetzt?
Pause? Ich dachte, das ist ein Live-Ding. Na gut, wir können auch Pause machen. Maybe Dad would want to watch an anime instead. Ich denke nicht. I could sit on the couch and watch the game with Dad. If he sees me. Hey. Hey, sports fan. You up for watching the game with your favorite MVP? Sure, Dad. How's the game going? We're kicking their asses, for once. I like it. Cool. I like it when the good guys win. Yep, me too. You won a lot of games, didn't you? That's what those trophies say. That's so cool that you were a sports hero. Huh. Yeah, it was. Everybody knew my name. I wish I could have seen you in action. Here you go. Those were the good old days. Man, I hate even saying that. But they really were. I get confused by basketball rules. It's like math, you know, but fun. You just have to start watching more games. Maybe we can get a basketball video game to play together. That's not exactly how you learn to play, but it's a start. Did you and Mom watch a lot of games? Actually, she wasn't a big sports fan. Really? Funny, huh? But she liked to sit next to me and read. You got that from her, for sure. That's cool. What did I get from you? Well, my hero skills, right? Okay. I'll see you later. I'll let you watch the game now. Yeah, fine. Just get me when it's over. Get ready for the tree. Can we get one that's like 10 feet tall? Only if you cut one down, Viking. We might need a bigger castle, too. Ja, das ist immer so... Was war das denn jetzt, hä? Verbrennen? Was kann da jetzt passieren? Der Burn. Burn! Okay, das ist echt süß mit den Superkräften. Komm, wir setzen uns einmal kurz hin. Gucken uns jetzt das Stoppding an. Sehr interessant, ja. Ich bin eher der Football-Mensch, aber naja. Gott, ich gehe da mal. Whiskyflasche, kann man die nicht einfach mitnehmen? Mein Gott, ich hasse das. Hier waren wir noch nicht, genau. Auf Papa schießen. Sorry, Pop. It's war. Trotzdem habe ich immer Angst, dass das Böse ändert. Headshot! Ow, cheap shot! I'm going down! Okay. Cool. You can't kill the zombie jock. No way! That was a headshot! I am a super zombie! Well, I'm a superhero! Can't argue with that. Zombie down. Captain Spirit strikes back. I wonder why Dad never hangs out with Nick anymore. I wish I could have gone on a hike with Mom. This has to be Mom's. She liked art. Überall Spirit immer? Das ist manchmal... Sorry, Pop. It's war. Ein bisschen blöd hier... So. Let's check this out. Ooh, that looks scary. I should read that. Ja, das hat mir gerade auch ein bisschen Angst gemacht.
So, was gucken wir? Das ist Papas Zimmer. Wir gehen erst ins Bad. Ich will mir erst so viel wie möglich angucken, weil ich habe das Gefühl, wenn wir nämlich diesen Aufgaben nachgehen, also zum Beispiel unser Kostüm machen, dann geht die Geschichte voran. Ooh, now I can use that makeup from Halloween. Achso. Das kann man ja schon mal machen. No one will guess my secret identity now. Jetzt haben wir schon mal unsere Maske. Okay, that's a good start. But now it's time to build the rest of my costume. Jeez, where's the heat? I bet the water eater's sleeping again. Oh no. I hate going to the water eater's lair. Mit dem Keller konnte ich auch noch nie was anfangen. I wonder when I can start to shave. Superheroes shave? I can't fight Mantro until my costume is done. Dass er immer wieder das Ding jetzt rausholt. Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? My message is that Mantroid will never win, and I will find you, and I will crush you. Yes, that is what this town wants to hear. That's my job. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? My parents are my biggest heroes. I bet they're happy to hear that. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice and always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. I can't believe Dad let me put these stickers here. Maybe he likes them too. I never get tired of Hot Dog Man. Never. Man, I love this issue. Wish I could draw like this. No diving today, Nemo. Ach, die Fliesen, mein Gott. Oh mein Gott, das... Die Badewanne. Oh mein Gott. Oh, da bin ich... Da bin ich echt Weibchen drinne, also... Papas Zimmer betreten ist bestimmt cool. Kannst du nicht mal aufräumen, Junge? I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. That does not look good. Huh, was haben wir denn da? Ah, that's better. Light on. Ooh, the mystery of the secret key is solved. Yes! Okay, ich habe jetzt so viele Arten von Schlüsseln. Ja, die Bierdosen, ich sag da jetzt nichts zu. I know this drawing sucks, but it's cool that Dad put it here.
Mom and Dad would always let me sleep with them whenever I got scared. I'm too old to be measured now. Right? Nö, finde ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum, wenn er doch der Meinung ist, da auch, oder merkt, selber merkt, ah, da können wir den Schlüssel für benutzen, dass er damit nicht klarkommt, auf seinen Sohn zu achten oder sonst irgendetwas, oder merkt selber, dass er Probleme hat. Warum lässt er dann nicht zu, dass die Großeltern ihn nehmen? If I smoke in the fortress, I'm breaking the superhero code. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Das Lied macht mich fertig. Entschuldigt, Leute, aber das muss... I love listening to Mom's old records. Ich musste damit jetzt aufhören, sonst wäre ich gerade gestorben. Also ich bin... Oh mein Gott. I remember listening to this with Mom. She loved to sing. Oh mein Gott, ich fange gleich an zu heulen. Ey, scheiße, es ist schon so weit. Oh mein Gott. Dieses Lied und ich... Oh, und diese Szenen. Ja, ich habe gerade... Und dann... Woran man dann denkt, wenn man an den kleinen Jungen und den Vater, der säuft und... Oh. Er kriegt Gänsehaut. Der kriegt... Careful of booby traps. Okay, wir haben hier eine... unsere... Oh my gosh. Dad actually got me the new Playbox? No way. Dad used to always talk about this basketball. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Eines Tages professionell Basketball spielen. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen. Sie sind super auf dem Platz. Letztes Spiel war das Beste, den ich gesehen habe. Mhm. That's scary. Versinkt ihr Leben im Alkohol?
Sie sind nicht allein. Wir können helfen. Kontaktieren Sie Alkoholismus überwinden. Rabattierte Preise verfügbar. So we moved because Dad couldn't pay for the house? That sucks. Dritte Hypothekenrückzahlung trotz wiederholter Verlängerung und Zusicherung versäumt haben. Wenn es jeden Hausbesitzer das Verstehen und Sympathie für dies Empfinden hat, unser Büro den Eindruck, dass wir ihnen gegenüber mehr Verlängerung mehr als fair waren. Ja. Dad got fired? That's when he started working for the railroad. Ja, erstmal unsere Fakultät, ihr Vermächtnis. Fakultät? Wurde sie mehr als zweimal für ihr aggressives Verhalten gerügt und in Anbetracht des jüngsten Vorhinein, ne? Der Trainer Erickson. Er war Trainer? Oder heißt er Trainer? Ne? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wir haben sie also überzeugt, dass sie verstehen, dass Sicherheit der Schüler immer an andere Stellen. Da. Coach, doch, er war Trainer, sag ich doch. Er war Trainer. An der Highschool. Dad never told me he had a new Bitte? Friend. Charles, es tut mir leid, was ich letztens gesagt habe. Ich war nur wütend, dass du mir nicht zuhören scheinst, wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein und ich weiß, er geht dir auch an den Nieren. Deshalb möchte ich mehr in deine Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen, wenn du mich doch so glücklich machst. Ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen und ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Sei nicht wütend, ich hoffe, ich liege falsch. Doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und ich musste dir dies einfach sagen, damit du es verstehst. Ich denke oft über uns beide nach. Daher hoffe ich, du weißt, dass diese Nachricht von Herzen kommt. Deine kleine Tänzerin Audra. Hat er die sich mit einer Table Dance Frau angefreundet? Nichts gegen diese Frauen. Absolut nicht. Aber, ja, ich weiß, immer diese... Na gut, mehr haben wir hier nicht. Oh, scheiße. Wir können den Schlüssel nicht mehr abmachen. Oh, das ist ja kacke. Baseballschläger. I hope I get to go practice with Dad again this summer. I've never seen Dad get that mad. It really scares me. Oh man, she loved this song. I haven't listened to it since for a long time. Es ist auch ein irre geiler Song gewesen, also ne, ohne Scheiß. Kann man mit ihm über den Song reden? Dad. Yes, yes, yes. Come on. Nein, man kann... Hey, buddy. Can you bring me a beer? Nein. You already drank a lot of beer. Thanks, bartender. Now get me the goddamn beer, okay? Okay, okay. That's right, it's okay. Nein, es ist nicht okay. Aber ich will den Schlüssel da nicht ablegen. Aber ich mache es. Good job, buddy. Dann machen wir Daddy auch direkt noch was zu essen, ne? Er stickt dran. Now that's a nice cold one. Cheers. Man, that was fast, Dad. Well, excuse me. Okay, I'll slow down, Chris. This empty can is evil. Would Captain Spirit take care of it? Really? Yeah? Step aside, Mr. Erickson. Captain Spirit is here to recycle. You better hurry. This can's gonna destroy the town. Man, that was too close. Thanks, Captain Spirit. I'm always here to lead my team to victory. Okay, die Dose können wir jetzt nicht wieder mitnehmen. Ich mach dem jetzt auch
Schmuckkästchen. Autoschlüssel nehmen. Wir können den Autoschlüssel auch wieder nehmen. Ah, so viele Sachen, die man machen könnte. Scheiße. Ich mache ihm das jetzt. Weil ich will, dass der was isst. Und dann gehen wir endlich ins Kinderzimmer. Beginning countdown to launch. 5, 4, 3, 2, 1. Habt ihr die Mikrowelle von innen gesehen? Oh mein Gott. Fry Bin. Oh, ich will die Autoschlüssel irgendwie wieder nehmen. Ich weiß nicht, ey. That was not a foul. Boah, das dauert. Da kann ich ja doch noch mal eben recyceln gehen. Ugh, I hate that beer can smell. Mm. Das war recyceln? Okay, gut. Wen kann ich denn anrufen? Papa anrufen, Pizzeria anrufen. Wenn wir den Papa anrufen, dann entsperrt der sein Handy. Okay, hat doch nicht funktioniert. Kann ich denn jetzt... Nee, kann ich nur freischalten. Ach, das ist ja mies. Fry. Big. Freu dich, du Arsch. Hm. Worauf wartet er jetzt? Wieso gibt er ihm das jetzt nicht? I hate seeing him like this. Toll, jetzt habe ich ihm das zubereitet, weil ich es ihm zubereiten kann. Aber jetzt kann ich ihm das nicht geben? Warum? Verstehe ich jetzt nicht. Aber na gut. Dann gehen wir jetzt wieder in unser Zimmer. Hier habe ich ja auch noch nicht alles gesehen. No superhero should wear those, but they're so comfy. Mmm, chocolate. Thanks, Claire. Jeez, good job, chocolate hog. Da ist schon mal unser Umhang. Gotta have a super cape. Only Captain Spirit can wear it. I can feel the energy flow through me. I have the power! One more piece and I'm almost done. I could take over the town with this army, or the world. Hey, Spider Baby, I think you caught your lunch in your web. And there's a snail moving so fast, he's in one place.
is a perfect day to watch Frozen. Last time Dad told me not to sing along so loud. Sorry, Adi. Ich kann sie nicht mehr hören. I miss playing ball with my friends. Before we moved. Mm-hmm. Mom bought me so many cool comic books. She told me never throw them away. I won't. Okay, meine Liebe, ich muss Schluss machen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.